Der Rex-Kanal. Was ist deine Lieblingsstellung? Umfrage auf der Reeperbahn. Let's go. All I want for Christmas. There is just one thing I need. Ah. Einen. Oha, aber die hat jetzt gerade gar nicht mal so schlecht gesungen, muss man ehrlich sagen, oder? Oder habe ich es jetzt gerade nur akustisch nicht richtig gehört? Alles klar. Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier gerade von der Hamburger Reeperbahn. Ich befinde mich auf dem etwas anderen Weihnachtsmarkt Santa Pauli und wir stürzen uns jetzt mal hier ins Getümmel und fragen mal die Leute, was ist denn eure absolute Lieblingsstellung? Heute meine ich Carsten hinter der Kamera, der ist... Digga, warum ist Marc so oft auf der Reeperbahn? Der wohnt doch gar nicht in Hamburg. Warum geht denn der da immer hin? Ist in Köln geblieben, Johnny Tapia ist da, vielen lieben Dank. Und ansonsten, es ist tatsächlich die letzte Umfrage in diesem Jahr. Bisschen traurig, aber ich glaube, ihr werdet sehr viel Spaß haben. Reeperbahn, Santa Pauli, was ist eure Lieblingsstellung? Marc Eggers, auf geht's. Lieblingsstellung, die Frau liegt auf dem Bauch und ein Bein angewickelt. Die Frau oder deine Frau? Meine Frau. Wer ist sie? Was? Ehrlich? Finde ich jetzt nicht so geil, die Stellung. Muss ich sagen, da spüre ich nicht so viel. Aber das kann wahrscheinlich auch sein, weil ich extrem kleinen Dick habe. Meine Frau. Ah, du bist die mit dem ein Bein hoch. Aber, nee, aber mal ehrlich, wie macht ihr das? Also was meinst du jetzt, auf dem Rücken? Nee, auf dem Bauch. Auf dem Bauch, okay. Und ein Bein hoch, weißt du? Also auf dem Bauch und ein Bein, so. Und jetzt... Hallo, Lieblingsstellung? Doggy, würde ultra gerne ein Video mit dir machen. Was für ein Video? Abends? Heute Abend im Hotelzimmer? Wir haben gerade Weihnachtsfeier. Und wir drehen heute Abend ein Video? Wir drehen heute Abend ein Video. Wir beide? Ich bin voll dabei, ja. Ja? Full HD? Full HD. Okay. Was ist denn hier los? Also entweder die reden gerade extrem aneinander vorbei oder die reden extrem aufeinander zu. Ich kann es bisher noch nicht herauskristallisieren. 4K. 4K. Bis später. Bis später. Bis 4-3 Hotel, später. Ne? Ne, ohne Witz, dann drehen wir ein bisschen was. Mit Handy aber, ja? Dein Kumpel hat... Hä? Als ob die es ernst meint. Gut, ja, da waren wir schon lange nicht mehr auf dem Kanal von Marc Eggers und wird direkt hier wieder mit dem Besten der Besten überrascht, ja. Ja, gut. Du hast nicht zu viel versprochen, er meinte, alle gehen hier lachend raus. So, kennt ihr hier meine kleine Süße nicht, oder was? Kennt ihr euch? Eigentlich wenig, aber... Eigentlich wenig. Du stehst auf Ältere? Nein! Nee. Nein. Jetzt wird die Chefposition mal ausgenutzt. Nein, das ist... Wir sind Arbeitskollegen. Naja, Doggy. Doggy, bei dir. Same. Gib's mir, das Doggy. Finden die meisten sehr gut, ne? Also ich glaube tatsächlich, das ist so für den Großteil der Leute die Lieblingsstellung. Gib's mir, Doggy, gib's mir, Doggy. Doggy, ja. Und guckst die Frau da an und sie lacht. Und sie lacht, ja. Ist deine Freundin? Das ist meine Freundin. Magst du auch Doggy? Ich bin die Schwester. Das ist nicht meine Schwester. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Aber du findest Doggy gut? Ich find Doggy gut. Und du? Auch. Doggy schon. Bei dir, Dog? Ja, es ist... Du liebst es, Doggy. Also ich sag's euch ganz ehrlich, für mich, ich weiß nicht, ob ich mit der Meinung eher alleine bin, aber meiner Meinung nach die beste Stellung ist, wenn die Frau oben drauf sitzt. Also die sogenannte Reiterstellung. Ich persönlich muss sagen, da kann ich am meisten machen. Eine Frau, die gut reiten kann, ja, ist... auch wirklich, wie seht ihr das? Ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass es, also dass das Reiten oben nicht so gut ausgeführt wird, dann ist es nicht so nice. Aber wenn es gut ausgeführt wird, dann ist es wirklich extrem gut, muss ich sagen. Wie bei dir? Es ist schon schön. Ja. Es bei dir? Ist auch nicht so schlimm, wenn sie nicht so gut aussieht, ne? Keine Ahnung, das... Find Doggy dumm, weil man seine Frau ja auch angucken will. Ja, aber manchmal willst du sie ja eben nicht. Das ist ja das Versaute an Doggy. Du siehst sie nur von hinten... Genau. Weiß ich nicht, was du für Frauen mit nach Hause nimmst. Hoffentlich nicht so, aber was passiert, passiert. Ja, wir können auch einfach mal nachfragen. Es geht gerade darum, was ist deine Lieblingsstellung? Was meine Lieblingsstellung ist? Ja. Das sind Leine. Ich habe gerade gesagt, meine Lieblingsstellung ist Reiter. Also wenn ich oben drauf sitze. Ja, genau. Weil du da nichts machen musst oder wie. Hey, ich mach da übel viel. Weißt du, wie man das auch nennt? Wie? Den Seestern. Meine Lieblingsstellung, ja doch, eigentlich auch. Weil dann habe ich dich so ein bisschen in der Hand. Ich muss ja halt auch... Was denn? Bleib draußen! Ach, Digga, wieso frage ich überhaupt noch nach, Digga? Ich verstehe es nicht. Okay, bei dir?
Ich sehe es genauso, Doggy. Ja, ich habe eine Freundin. Seit 4 Jahren. Zeig mal ein Bild. Von meiner Freundin. Dass ich da schon mal in die DMs geslidet bin, ne? Nee, das wird, glaube ich, nichts. Hier habe ich da. Nö, das wird, glaube ich, nichts. Eieiei, wir gehen weiter. Scheiße, Mann. Lieblingsstellung bei euch beiden? Habt ihr überhaupt noch Sex? Ja, ja. Wollt ihr euch mal einen Kuss geben, dass wir wissen, dass das passt hier? Nicht, dass ihr uns einen Bären aufbindet. Achtung! Jetzt wir beide. Aber sehr zögerlich gewesen hier. Da gibt's gerade Stress. Ja. Von hinten. Ah. Doggy ist ein bisschen zu langweilig, oder? Ja. Nee, ich will mal wissen, was ist deine Lieblingsstellung? Was denkst du? Missionar. Würdest du mit mir Sex haben? Würdest du mit mir Sex haben? Vielleicht. Oha, Digga, warum sind die alle so offen? Was geht denn hier ab, Digga? Was ist denn hier los, Digga? Echt jetzt? Ja. Hä? Sexy. Lieblingsstellung. Lieblingsstellung. Digga, was? Sexy? Würdest du mit mir Sex haben? Ja, sexy. Digga, es ist einfach unglaublich, was bei Marc Eggers im Leben passiert. Es ist wirklich, ach, es ist einfach zu geil. Was ist denn da los? Ja, Chino, das frage ich mich auch, was da los ist. Aber es ist einfach nur geil, dass es sowas gibt. Wirklich. Ja, dafür muss ich auch einfach Marc Eggers immer wieder feiern und loben, weil er einfach geil Content raushaut. Es ist einfach geil. Tisch. Auf den Tisch? Auf den Tisch. Jetzt kannst du die... Welche Stellung? Auf den Tisch. Arme wieder aufmachen. Meine? Ja. Was denkst du? Weiß ich nicht. Spanische Giraffe. Das ist super. Ah, Skisprung-Spanier. Ja. Ja, ja. Viele Leute noch nicht von gehört, ne? Aber da muss man auch mal, da muss man sich reinfuchsen. Er ist richtig fett, weil ich auch seinen Namen vergessen. Er ist richtig fett? Alter, ich kenne ihn nicht. Hallo, Lieblingsstellung? Kann ich nicht sagen. Aber Dieter, er ist richtig fame. Richtig fame? Ja. Haben wir Lecky befreundet? Ja, liebe Grüße. Okay, das ist natürlich ein ganz klares Indiz dafür, dass man extrem fame ist. Ron ist mein allergeilster. Das ist es. Süße, ne? Man kennt sich. An wen? Ja. Hat er schon mal den Tornado entzündet? Sollen wir einen machen? Heißt nochmal. Was mit M? Ey, also so fame kann ich auch nicht sein. Wenn du den Namen nicht mal weißt. Warte, wir denken nach. Insko. Insko. Ah! Ja! Oh Gott! Inscope 21, ja. Ich bin's Nico. Ach, scheiße. Ich folge dir auf Insta. Ja, folgst du auch meiner Freundin, Alexa? Nein. Wir grüßen Alexa. Hallo, Alexa. Du bist so heiß, Alexa. Viel Spaß euch noch. Danke dir auch. Ciao. Hey, Mann, hier geht's weiter. Ja. Lieblingsstelle. Digga, also, was passiert denn in diesem Video? Bei dir. Doggy. Doggy? Aber warum? Hier, ne? Weil die Frauen nicht so hübsch sind und denkst, nein, möchte ich nicht sehen. Meine Freundin ist die hübscheste. Aber deshalb Doggy? Ja, macht am meisten Bock so, ne? Was mag sie am liebsten? Safe. Ruf sie mal an. Kleinen Urgent Call. Ey, krass, Digga. Wie viele Doggy gut finden. Ich finde jetzt Doggy auch nicht schlecht, aber das ist bei weitem nicht meine... Also, meine Lieblings ist Reiter. Danach würde ich schon fast sagen Missionar. Was gibt's denn noch so? Ich mache eigentlich immer nur 3 Stellungen, fällt mir gerade auf. Alles andere ist mir zu anstrengend. Seid ihr, jetzt mal ganz ehrlich, seid ihr so eher der wildere Typ im Bett, wo ihr sagt, oh, muss man ausprobieren, bla bla, dies, das? Oder seid ihr tatsächlich so wie ich, der tatsächlich sehr Blümchen-Sex-mäßig unterwegs ist und der dann tatsächlich auch wirklich fast nichts Neues ausprobiert? Der Lazy-Ficker. Man muss alles ausprobieren, unbedingt, Digga. Typ Samenstau. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein hier, Leute. Okay. Komm. Hallo, Bibi, ist nicht erreichbar. Bruder, die hat dich blockiert. Warte. Er hat gesagt, mit seinen Jungs zu Hause, ruhiger Abend. Ey, was ist denn hier? Der wird einfach von seiner Freundin geghostet, Digga. Was ist denn da los? Ich will irgendwie nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die hat auch einen schönen Abend. Nein, alles gut. Warte. Ich glaube, der geht's auch gut gerade. Guck mal, seht ihr das Gesicht? Eben war er noch so strahlend, langsam, jetzt kommt die Sorge. Ich bin Lia, hi. Hallo, Lia? Ja. Lia Engel? Nee. Kennst du die? Nee. Optische Ähnlichkeit ist da. Danke. Lieblingsstellung? Lol. Ich komm von oben, Moment. Ich komme auch von oben. Squirtest du? Nee. Noch nie? Oh. Das war aber ein bisschen eine direkte Frage hier. Lieblingsstellung? Sag ich doch, reiten. Dann warst du noch nie in Hamburg. Oh, ich bin geboren hier. Echt? Ich auch. Tschüss. Tschüss. Jetzt. So, rate mal, mit wem ich hier bin. Oh. Ja, weiß ich nicht. Pauli, kurze Frage. Oh, die ist übel genervt, Digga. Weiß ich nicht. Nerv mich nicht. Verpiss dich. Digga, was geht denn da ab? Der Typ ist so völlig entspannt und die voll abgefuckt, Digga. Frage, jetzt ganz ehrlich, schnelle Antwort. Lieblingsstellung. Was? Nee, deine Lieblingsstellung. Keine Ahnung. Sag jetzt. Siehst du, guck. Niklas ist dein Freund? Ja. Das ist Marc Eggers, Mann. Echt jetzt? Ja. Ich bin's, hallo. Trimax, der ist auch hier. Ja, ja. Da hinten. Oh, hallo. Ja, ja. Hallo. Aha, da wird sie plötzlich ganz hellhörig, ne? Nerv nicht.
Weiß ich nicht, Doggy, keine Ahnung. Mark Eggers? Oh, das ist ja mega cool. Trimax? Mensch, Leute. Ja, Grüße. Schlaf noch gut. Wir wollten nicht wecken, sorry. Ich hab noch nicht geschlafen, aber ist okay. Aber hast du mich weggedrückt oder was? Ja. Pauli, kann das sein, dass du nicht alleine bist gerade? Doch. Oh, Abbruch. Gut, alles gut, alles nein, nein. Gut. Die ist treu, ist gut. Ja, ja, die ist noch aus Aden, Digga. Ich war noch nie bei der Wahrsagerin, aber ich geh doch mal rein und frag mal. Ich hätte schon Bock, mir die Karten legen. Ja, geh mal rein. Was ist das denn für ein Random, Digga? Und frag mal nach der Zukunft. Mach das mal. Und Max... Aber was ist denn von dem Random jetzt die Lieblingsstellung? Geht jetzt mal rein und lässt sich jetzt mal die Karten legen. Ich würde dir deine Karten legen. Ich fange die erstmal an zu mischen. Und wenn du dafür bereit bist, sagst du mir Stopp. Boah, Digga, ich finde so Wahrsagerinnen extrem unheimlich, Digga. Die sagen mir dann irgendeine Scheiße, dass mein Leben noch beschissener wird, als es eh schon läuft. Ich würde sagen, Doggy. Lieblingsstellung? Ja! Boah! Oh. Doggy. Gib's dir, Doggy. Ja, klar. Aktiv oder passiv? Ja, aktiv natürlich. Ja, keine Ahnung, wenn ich dich so angucke. Wie heißt du denn? Robert. Robert! 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 Guck, das ist für dich, Robert. 69 von hinten. Oh, ja, 69, endlich sagt's mal jemand. 69, so geil, Digga. Ich feier 69 komplett. Stimmt, das hab ich ganz vergessen. 69, komplett geil, wirklich. Unsere Hündin heißt Lexi, Robin. Findet ihr 69 nicht krass, Digga? 69 überheftig. 69 ist so underrated, extrem, Digga. 69, bestes Vorspiel. Genau, Lexi. Oh, Mann. Zu viel, Leute. Zu viel. Warum kommt auch die Frage genau jetzt bei 69? Ey, 69? Linie! Ja! Ich lieb den Scheiß. Ich lieb den Scheiß auch, Digga, weil der Scheiß geil ist. Ich tue es gern, aber deswegen mache ich es nicht. Ich mache es, weil es ohne die Scheiße nicht geht. 69, greif zu. Ausstellung. Missionar? Ja. 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 Wie geht's dir? Gut, und dir? Auch gut, danke. Lieblingsstellung? Oh, 69. Volles ja, Bier? Ja, gerade. Erstmal ein saftigen Schluckerino. Und jetzt? Soll ich dir was sagen? Oh. Ich kenne dich nur, weil ein Tinder-Date neulich mit mir deine Videos gucken wollte. Ein Tinder-Date von dir? Ja. Den Typen kennst, der meine Videos guckt, direkt abbrechen. Das ist jetzt unangenehm, wenn er das ja, sieht. Aber der wird faustdick hinter den Ohren haben. Also sympathisch? Ja. Ja. Er war höflich? Ja. Vorkommen? Ja. Full HD? Respektvoll? Ja. Und Gentleman? Ja. Ja, so, super. Doggy? Ja klar, Doggy, was sonst? Bist verheiratet? Ja. Oh. Wie lange schon? 30 Jahre. War es ein Fehler? Manchmal ja. Wir sind kurz vor Weihnachten. Robert. Liebe, nein, natürlich Robert, nicht. Liebe Worte an die Frau. Ich liebe sie. Wie heißt sie? Wie heißt sie? Robert, ehrlich. Sie heißt... Was? 30 Jahre? Da muss man nachdenken, ne? Da weiß man nicht. Nach 30 Jahren, Moment mal ganz kurz. Viele Affären dazwischen gewesen, Robert? Nein. Bist du treu? Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, und deshalb auch nachts um 12:30 auf der Reeperbahn unterwegs, ne? Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau. Lieblings... Was wird? Genau. Das kennt man doch. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Was wird? Genau. Ja, als ob die das jetzt wirklich so ernst sagt. Das ist doch ein Joke, oder? Reeperbahn unterwegs, ne? Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Genau. Die kennt das Meme, oder? Lieblingsstellung? Seestern. Du siehst nicht aus wie ein Seestern. Nee, nicht wirklich. Die Brille was? Ist aber auch... Brauchst du eine? Ja, gut oder nicht gut? Boah, aber auch wie die redet. Die ist... Ich hab mir mal... Mega gut. Echt? Voll. Ich hab's dir gesagt, ne? Doggy. Brille kommt echt gut bei dir, muss man ehrlich sagen. Kommt echt gut. Purple Haze, David. Danke euch für die Abos. Doggy? Doggy. Kurz und knapp, oder? Ja. Wo kommst du her? Buxtehude. Grüße an Monte. Buxtehude, Digga. Finde ich auch geil. Ja, moin, Monte. Sag mal, liebe Grüße. Liebe Grüße an Monte. Oh, scheiß drauf, Digga. Ja, scheiß drauf, Digga. Muss man sich für eine entscheiden? Nee. Aber vielleicht zwei. Na ja. Fünf? Oha. Oh Mensch, okay. Sie haben richtig Spaß an Sex, ne? Ja, klar. Alter, was ist denn hier los, Digga? Wie kommt Marc auf diese Idee? Der geht auf der Reeperbahn rum. Wen spreche ich als nächstes an? Ah, oh, da drüben die alte Dame. Die frage ich doch jetzt mal, was für Sexstellungen sie geil findet. Marc, arschgeiler Typ, Digga. Frohe Weihnachten, schönes Fest euch beiden. Seid ihr ein Paar? Nein. Was nicht ist, kann ja noch werden. Nein. Nein. Einfach nein. Der Arme. Das ist doch nicht mein Problem. Aha. Bei mir wär's ein Ja. Danke. Es ist Weihnachten, keiner muss allein nach Hause gehen. 4-3 Hotel. Ja, Freunde, wir sind am Ende der letzten Straßenumfrage in diesem Jahr angekommen. Max, ich wollte auch noch ein Part übernehmen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja.
Ja, jetzt sag doch endlich mal deine Lieblingssexstellung, du NPC-Random. Abonniert den Kanal gerne, um sowas nicht zu verpassen in Zukunft. Ich hab... Also ganz ehrlich, wenn er mich fragt, Trimax ist ein absolut unrealer Hase, Digga. Sowohl in Real Life als auch von der Cam. Die Glocke aktivieren. Und das Problem bei Marc ist, ich habe gerade über seine Statistiken geschaut, 29% der Zuschauer sind nur Abonnenten. Das ist zu wenig, deswegen jetzt auf Abonnieren klicken. Was war Max' Antwort? Was war deine Lieblingsstellung? Achso, ich bin nicht mit dem Interview. Nee. Also Leute, wirklich, vielen lieben Dank für den krassen Support. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mit meinen Umfragen in diesem Jahr ein kleines... Ich kann mir aber wirklich bei Max, und ich glaube, ich habe das auch schon mal in einem Podcast gehört bei Sascha, ich kann mir bei Max wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, wie der Typ Sex haben soll. Ich kann es mir bei ihm einfach nicht vorstellen. Das Lächeln ins Gesicht zaubern. Mir hat super viel Spaß gemacht. Danke auch an Carsten, der zwar heute nicht hinter der Kamera ist, aber in den ganzen letzten Videos wirklich vielen, vielen lieben Dank. Danke an euch da draußen für den ganzen Support. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch. Macht es gut. Mein Name ist Marc Eggers. Wir sehen uns beim nächsten Video. Auf Wiedersehen. Ciao. Saufen! Deutet eher die Ehrlichkeit und dass er ein ehrlicher Herzensmensch ist, sagt man. Das stimmt ja. Nee, wirklich. Das kann man ihm wirklich nachsagen. Ja, nee, das würde ich wirklich sagen. Ich sehe bei dir auch einen Neuanfang. Bis später. Bis später. Ja, Neuanfang, Neujahr, bla bla und so Shit. Okay, warte, ich muss wirklich sagen, also als allererstes mal, wir geben natürlich mal wieder Props, Daumen nach oben. Marc, sehr, sehr geiles Video, hat mich sehr gut unterhalten. Wirklich Eggers, einer der besten deutschen YouTuber, meiner Meinung nach. Immer wieder guter, unterhaltender Content.